Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, heute zocken wir zusammen Orb Labs. Ich habe gerade mal das erste, ja, ich würde sagen Tutorial-Level durchgespielt. Man startet immer hier in so einem Fahrstuhl. Man hat Bälle. Hier, wie man sieht, die kann man werfen. Und wenn man die wirft, also es gibt verschiedene, aber diese violetten oder blauen, die wir jetzt hier haben, ja, die teleportieren ein. Davon haben wir vier, wir haben so ein Armband. Da kann man die reinlegen und ja, man muss dann irgendwie durch diese Gänge kommen und ja, lass uns mal überraschen, was noch kommt. Also im Tutorial war jetzt nicht viel. Ja, schauen wir mal. Was mich nur stört, ich finde einfach keinen irgendwie Snap-Turn oder so. Das ist extrem nervig. Also das müsste der Entwickler echt noch einbauen. Also egal, was ich drücke, ich komme jetzt hier nur ins Menü. Okay, würde ich sagen, fangen wir einfach an, muss ich mich halt so im Raum bewegen. Schauen wir mal, was hier so ist. Okay, hier kommt wieder der Monitor, der immer mal wieder kommt. Der erklärt uns ein bisschen, also wir sind immer noch nicht so wirklich aus dem Tutorial raus, glaube ich. By the way, if you get stuck at any point, just press the menu button for options. And did you know that you can move this matches pod? Ah, also ich kann es bewegen. Ja, gut. Okay, weiter geht's. Was haben wir da? Kann man da irgendwas machen dran? Nö. Okay, gehen wir weiter. Oh, da war mal Scheiße geworfen. Oh, jetzt kommen wir hier an Laserfallen. The whole facility is secured with these lasers. You already knew that, right? Anyway, they are kind of dangerous, so don't let the beam touch any part of you. Oh, it will kill you. That's good. Even if you only hold your hand in the beam, you will die. Ja, gut. Also, wir müssen aufpassen. Vorsichtig erstmal die Kugel werfen. Also, ist so ein bisschen Geschicklichkeit gefragt. Gut, jetzt, das ist noch relativ einfach. Ich hoffe, ich sterbe jetzt auch nicht dabei. So, haben wir da schon überlebt. Ich vermute aber, da kommt gleich was Schwieriges auf uns zu. Oh ja, haben wir so schon. Some lasers are move a bit to make them harder to cross. Shouldn't be a problem with teleport orbs. Nee, der geht jetzt aber nur hoch und runter, ne? Also wenn ich den kraftvoll werfe. Ach, ich versuche immer. Also, okay. Also wir müssen immer zu diesen Punkten da kommen. Zu diesem Scanner. Da schießt gleich sowas raus. Scannt irgendwie unser Kopf, keine Ahnung, Augen. Ich vermute, dass das auch die Speicherpunkte sind. Okay, was noch? Don't worry, these lasers also probably look much more dangerous than they are. I'm always certain that you are quite safe if you take cover behind those boxes. Achso, okay. Ja, wir werden die Kugel jetzt nicht komplett durchwerfen können. Oh je, die sind echt ein bisschen nervös, die Dinger. Wow, der war knapp, glaube ich. Alter! Schnell weg. Okay, das haben wir geschafft. Da haben wir auch wieder unseren Aufzug. War eine Punktlandung. So, wir wollen hoch. Geile Musik. Okay, schauen wir mal weiter. Das ist echt blöd. Dass man sich hier nicht ein bisschen drehen kann mit dem Controller. Oh, was macht der? Wow. Der ist schon heftiger. Komm. Nee.
Der hat mich auch fast wieder erwischt. Ist wieder so ein Scanner. Do you see that elevator sign up there? These signs always point towards the next elevator going down. In case you get disoriented. Okay. Was, eine Kiste? Schauen wir, was da drin ist. Neue Orbs. Oh. Das sind wieder Lesen. Okay, Vorklaralarm-Laser. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Also der zielt direkt auf den Kopf. Wow, habe ich mich erschrocken. Okay. Alter. Mal gucken, der war. Ich muss gucken, dass ich erstmal nicht gegen die Wand werfe, ne? Haben wir geschafft? Alter, das ist laut. Okay, das ist nicht so gut, wenn wir da reinfallen. Ich weiß nicht, warum wir so viele Orbs kriegen. Ich weiß, kann sein, dass wir natürlich nachher immer welche opfern müssen. Jetzt mal gucken. Da haben wir wieder so einen Alarm. Oh, das war's. Boom. Ja, der hat uns gut getroffen. Und ich habe Scheiße geworfen. Wollen wir mal gucken, ob wir direkt an diesem Punkt wieder ankommen. Okay. Na, jetzt muss ich ein bisschen besser werfen. Okay, puh. Ich habe noch ein bisschen Platz. Nein! Oh Gott! Ich muss da besser werfen. Das war die Wand. Ist gut. Ah. Ja, ich muss mich hier drehen, sonst habe ich überhaupt keine Chance. Nervt natürlich auch ein bisschen. Wuhu! You made it! Wow! Ja, ja. Okay, auf geht's. Habe ich mir eben ein bisschen in den Arm wehgetan. Next Level. Oh, anderer Look. Soll heißen, dass das jetzt schwieriger wird? Da ist nichts drin. So. Ich höre hier irgendwo Laser. Okay. Da können wir auf jeden Fall nochmal scannen. Da werden wir wahrscheinlich keine Chance haben, vorbeizukommen. Wir können ja so ein bisschen mal. Das ist aber eine Kiste, die brauchen wir. Oh, die brauchen wir.
Wir haben überlebt. Wäre natürlich cool, wenn man die ausschalten könnte. Ne, ich wollte das hier. Jetzt haben wir zwei von denen. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Aber die lenken zum Glück nicht direkt auf den Kopf. Das heißt, wir haben ein bisschen. So. Okay, ich darf nichts halten. Speichern wir uns den Punkt mal ab. So, mal kurz gucken, wo ich im Raum stehe. Okay. Dinge an der Decke heißen ja wieder hier irgendwelche komischen Laser sind, die auf unsere Köpfe zielen, oder? Oh, jetzt muss ich gucken. Ich habe noch ein bisschen Platz. Okay, der sieht uns nicht. Ich darf ja auch nicht nach oben gucken. Ich muss nur gucken, dass ich hier Platz habe zum Werfen. Boah, das war Glück. Er hat uns fast erwischt. Da hat nicht viel gefehlt. Und speichern. Okay, schauen wir mal kurz hier, ob es da irgendwo noch lang geht. Ja, nach unten. Was eine Kiste. Was eine, boah, ich muss mich noch mal drehen. So. Gucken, was wir hier drin haben. Grüne Orbs. Ah, excellent. I expect you have noticed how it can be detected with a laser. Da muss ich mir die mal ein bisschen aufteilen hier, ne? Cover Orbs. Wherever they are thrown, they construct a flexible almost. Ah, okay. Und die sind dann wahrscheinlich auch weg. Also die machen dann irgendeinen einen Schutzschild und sind dann auch wahrscheinlich aufgebraucht. Vermute ich mal. Okay, müssen wir uns gleich mal angucken, wenn wir so eine Situation nochmal haben. Okay. Also ist auf jeden Fall, ist ein Indie-Game, merkt man auch, aber trotzdem ist es irgendwie cool gemacht. Der Look hat was. So, und jetzt haben wir die Chance, mit den Orbs was zu bauen, ne? Oh yeah. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir uns die. Habe ich hier Platz zum Werfen? Ich will nicht wieder gegen die Wand werfen, das tat weh. Schimmert cool die Farbe hier. Okay, kann ich da jetzt rein? Ja, super. Muss ich erst werfen und dann das Schild aufbauen oder wie soll das funktionieren? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Okay, wir müssen wieder. Haben wir gerade nicht nochmal abgespeichert, als wir die Bälle geholt haben? Doch. Bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Kann natürlich sein, dass ich es vergessen habe. Das will ich nicht ausschließen. Gucken wir mal, ob ich das noch entziffern kann. Wherever they are, thrown their construct a flexible, almost indestructible force field. Ach so. Ja, ich bin auch blöd. Ich dachte, ich hätte da reingekommen mit den Bällen. Man kann dahinter gehen, mehr aber auch nicht. Okay. Ach, nicht da runterwerfen, das wäre blöd. So. Jetzt scanne ich aber nochmal. So, dann das nochmal hier. Okay, so erklärt so ein bisschen die Story. Aber finde ich bei dem Spiel jetzt nicht so wirklich wichtig. Weil es einfach nur so eine Art Geschicklichkeitsspiel sein soll, ne? So. Kann ich jetzt vernünftig werfen? Das ist gut. Ich will jetzt aber nicht nochmal eine vergeuden. Das heißt, ich muss... So ging am besten irgendwie, habe ich das Gefühl. Der war gut. Der war echt gut. Ich speichere es erstmal ab, egal was du sagst. So. I don't know if you have noticed, but the floor plans of this lab have apparently been drawn up by a demented. Squirrel. Squirrel war doch ein Eichhörnchen. Well, some janitor seems to have noticed at some point it started hanging up these maps. Okay, Janitor sind die Hausmeister. Gucken wir uns die mal kurz an hier, den Plan. Okay, die grünen sind wahrscheinlich Kisten, oder? Ah ne, das ist ein Aufzug. Oh, das ist immer so laut, Mann. Ja, wollen wir es noch riskieren dahin? Ich würde sagen schon. So, sind wir direkt dahinter. Oh nein! Boah, da waren wir relativ fix. Okay, da ist auch noch ein Aufzug. Und hier sind noch Schränke. Das ist gut. Haben wenigstens so ein Ding nicht verschwendet. Nichts drin. Jetzt beides drin. So, ich würde sagen, einen machen wir noch. Kann ich hier mal ein anderes Lied aussuchen? Wäre cool. Was kommt jetzt? Ich will aber erstmal da schauen. Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas, was wir brauchen können? Okay, da ist wieder ein Scanner.
Und ein Schrank. Schrank gucken wir uns auf jeden Fall an. Oh, das war gut. Schrank war ganz gut. Er kommt nicht zu uns, oder? Nee. Okay, warte, ja. Puh. Sollen wir jetzt so einen Orb verschwenden oder sollen wir einfach probieren? Ich probiere einfach. So, haben wir geschafft. Ist wieder was? Jetzt haben wir da schon echt genug von. Oh, das war aber eine Sackgasse hier. I just got my first teleport orb. This is so cool. I'm never going to walk again. Ja, lernen wir nochmal, wie diese Orbs funktionieren. Okay. Ich hatte, bevor ich die Aufnahme hier begonnen habe, im Tutorial habe ich mir so einen Orb hier genommen und wollte den aus dem Fahrstuhl werfen, ist aber irgendwie hängen geblieben und dann war ich in so einem kleinen Vorraum vom Fahrstuhl, quasi im Fahrstuhlschacht. War auch ein bisschen seltsam. Und der hat mich gebraten, ja, war klar. Aber der war auch jetzt so nah dran. Muss ich nochmal gucken. Ne, hier ist nichts mehr drin. Ja, lohnt sich jetzt nochmal da hinten hinzugehen, um diese anderen Orbs zu holen? Ja, ich denke schon. Aber wir bauen uns hier definitiv ein Schild auf. Kann ich werfen? Ja. So. Ja, ist glaube ich ganz wichtig, dass wir jetzt hier die Orbs haben. Oh Mann, hier rauszukommen ist echt schwierig. Ich versuche mal zu werfen, aber das geht nicht gut. Naja, ist ja gut. Also wir müssen ein bisschen näher ran. Und ich muss ein bisschen weiter weg von der Wand. Och. Mann, bin ich blöd. So, ich will jetzt hin und nochmal zurückkommen. Definitiv. Also die Sirenen hätten ihn ein bisschen leiser machen können. So, ich mache jetzt nur, weil ich unbedingt das noch schaffen will, ja. So. Ha! Kannst mich nicht kriegen, Junge. Das speichern wir ab, da wir hier 8 von den Dingern haben, von den grünen Orbs. So, jetzt geht die eigentliche Reise zum Fahrstuhl weiter. Ach du Scheiße!
Okay, es war verdammt wichtig, dass wir die Orbs geholt haben, die Grünen. Hätten wir aber wahrscheinlich nachher rausgefunden. Der war blöd geworfen. Der war blöd. Könnte man die nochmal abbauen? Das wäre cool. Okay. Ich wollte den eigentlich ein bisschen weiter links. Mann, der ist aber auch aggressiv. Ja, mach mal einen Klon von mir. So. Ja, wir sollten wahrscheinlich da hinten gucken gehen, ne? Sind echt böse. Kann der komplett einmal rum, weil ich nicht zu den Schränken kann? Nein, das war blöd. Okay, ich bin erstmal ein bisschen ein Stück weitergekommen. Haben wir wieder was zum Speichern. Wir wollen ja ein bisschen Stuff haben, oder? Komm, wir gehen erstmal gucken, was da ist. Speichern ist ja erstmal nicht schlecht. My tractor gloves just got activated. I've been using these for 2 years up there thinking they were regular safety gloves without even knowing what else. I could do. I feel like a magician now. Oh. Was denn hier? Geisterschränke oder was? Okay. Zwei Laserstrahlen. Ja, ist ja gut. Ich hab da nur mal kurz geguckt. Oh je. Ja, sind auf jeden Fall mal einer. Wie hat der mich denn jetzt so schnell gekriegt? Nochmal. Alter, von zwei. Alter, da sind zwei und da. Nee, wie soll man denn hier durchkommen? Sagen wir gehen nochmal zurück. Ja, wir probieren jetzt mal hier lang zu gehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer.
kann er mich nicht erwischen. Schnell, werf, werf, werf! Wow. Alter, das war wieder sauknapp. Hui. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Ah, wir müssen da hinten auf jeden Fall durch. Was ist das? Decoy Orbs. The also product of a military contract Orb Labs. Scored a while ago. Kann ich die denn mischen? Nee, man muss sich immer für einen entscheiden, okay. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier noch zwei. Um sicher zu gehen, knallen wir hier jetzt noch ein paar. Jetzt haue ich mir hier die Softbox noch um. Steht noch. Okay, das sollte eigentlich reichen. Aber wir haben ja noch einen. Aber blöd. Aber gut. Da versuchen wir jetzt hier so durchzukommen. Und die benutzen wir nur für diese drei, wo wir eben noch gestorben sind. Das hört sich nämlich gut an. Okay. Ich will die jetzt noch gar nicht benutzen. So, da sind wir wieder. Hier speichern wir nochmal. War jetzt schwierig genug. Jetzt bin ich gleich gespannt, was diese gelben Dinger machen. Ihr werdet euch jetzt noch wundern. Nein, er hat mich gebraten. Ich dachte, die werden so abgelenkt, dass nichts passieren kann. Okay, jetzt müssen wir nochmal. Wir lernen ja dazu. War schwieriger, als ich gedacht habe. Ist aber nicht kaputt, oder? Komm, explodier, explodier! Okay. Komm, werf, werf, werf. Okay, wir sind jetzt noch safe. Ich dachte, die würden immer kaputt gehen, aber die müssen dann wirklich in der Nähe direkt explodieren. Okay. Ja. Ich würde sagen, machen wir hier einen Cut. Ich stehe ja mal komplett falsch. Ich hoffe, ihr habt mich überhaupt die ganze Zeit gesehen. Ja, also das war Orb Labs. Echt cooles Game, finde ich. Ja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Man muss überlegen, wie macht man was? Mein Gott. Und
Welche Taktik wende ich an und so weiter. Cool wäre natürlich, wenn man ein bisschen mehr als nur diese zwei Armbänder hätte. Und ich hätte jetzt die gelben Dinger gehabt, die grünen noch dabei und so weiter. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kann man irgendwann so doppelte Armbänder kriegen oder so. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, wenn es gefallen hat, einen Daumen hoch, würde mich echt freuen. Ein Abo natürlich auch, umso mehr. Und ja, schaut einfach noch beim nächsten Mal wieder rein, würde mich freuen. Bis dann. Ciao.